Liebe Leute, ihr habt mich jetzt, ich glaube, sehr lange nicht gesehen. Und, ja, es hat wieder etwas mit einer Zerlegungsorgie zu tun. Ein Stromkabel, eine Kanne und eine Kaffeemaschine. Der Marke Superior. Wahrscheinlich Heizbedienung durchgebrannt oder so. Mit ganz viel Zubehör noch dran. Warte mal, ich hole euch mal auf ein anderes Stativ. Bis gleich. Da bin ich wieder und da haben wir sie, die Kaffeemaschine. Superior. Mit, ja, wo ist es hin? Hier. Mit ganz viel noch Zubehör alles drin. Da, den dicken, was fetten Wassertank. Den dicken, naja, eben Wassertank. Gerade schon gesagt. Und ist kaputt. Und deswegen wird die heute sterben. Dieses Kaffeekannen-Ding, das kann ich. Oh, ich muss mal weg mit dem blöden Teil. Diese Kaffeekanne kann ich noch gebrauchen. Da kann man nämlich immer mal schön ein paar Sachen reintun. Also, die bleibt. Ach, vergiss es. Okay. Ihr seht mich jetzt wahrscheinlich nicht so ganz, aber trotzdem, das ist das gute Stück. Und der Deckel hier unten ist auch schon komplett locker. Der ist auch schon ab, glaube ich, habe ich gehört, weil die habe ich nämlich irgendwo auf dem Sperrmüll gefunden und die ist ziemlich kaputt. Naja. Weil dann, also, da ist noch eins. Das auseinanderbauen. Kaffeefilter raus. Den hebe ich auf, weil man weiß ja nie, wenn man Kaffeefilter braucht oder so. Naja. Ah, schon verdreckt. Naja, Müll. Okay, dann mache ich hier den Deckel ab. Das, hebe ich auch mal auf. Oh, okay, jetzt muss ich irgendwie hier dieses Deckelgestrümpf abmachen dazu. Elektronikerschraubenzieher, gehen wir hier einfach mal dazwischen. Und Deckel ist ab. Okay, ja, hier unten der Deckel, der Boden, das geht alles schon ab. Plumps. Aber naja, egal, weiter. So, jetzt müssen wir hier unten ein paar Clips lösen. Warte, ich zieh das mal. Vielleicht seht das hier. Ne, das sieht ihr nicht. Ah, doch, jetzt seht das. Da muss man hier so hier rein in die Klippe reingehen. Noch den. Jetzt muss ich den lösen. Dann kann man auch schon das abheben. Und dann sehen wir als erstes. Klatsch. Ja, da sehen wir als erstes Klatsch, genau. Okay, tada, da sehen wir als erstes, da kommt das Wasser rein. Das werde ich jetzt erstmal lösen, weil brauche ich das nicht. Weg. So, Jetzt muss ich irgendwie den Schlauch hier abkriegen. Ja, mit Gewalt verbringt man Wunder. Okay, weg. Zeige ich euch mal die Teile genau, die ich schon abgebaut habe. So, dip. Das, weg. Ja. Jetzt kommen wir mal in den Unterboden. Den müssen wir einfach nur noch mal. Ist irgendwo noch was. Und ab. Und dann können wir schön in das Innenleben hineinsehen. Elektronik. Und was ich als erstes mache, ist diesen scheiß Kabel ab. Dazu einfach mal ein Kreuzi. Und dann schraube ich das hier oben einfach mal schön raus. Ihr wollt sehen, ne? Ja, ich weiß. Ich schraube das einfach mal raus. Kommt hier in die Schüssel. Ah, das sieht jetzt so blöd, das geht so blöd jetzt, also. Tut mir leid. So, das ist die Kabelklemme. Die kann man auch immer gebrauchen. Und dann können wir jetzt erstmal hier das Kabel lösen. Da
eben mir das wunderschöne Prachtstück und das behalte ich. Weiß ich nie, wenn man vielleicht mal so eine kaputte Kaffeemaschine hat, da kann man das immer mal gerne einsetzen. Ja, ist mir blöd. Okay, jetzt versuche ich mal diesen Wassertank hier abzubauen und dafür muss ich hier Schrauben lösen, wie ich gesagt. Solche Schrauben, die sind ziemlich fest. Aber ich kriege jede Schraube ab. Da, jetzt seht das aber mal. Dann muss ich wieder rücken. Na komm, du kleine Schüttlau, du. Ah, da löst sich gerade was. Da löst sich was. Da löst sich was. Tada. Schon ist der Wassertank runter. Ja. So, und da ist auch gerade ein Teil rausgefallen, was ich gerade eben vorhin aus Versehen kaputt gemacht habe. Das ist so ein Sensor. Hm. Jetzt haben wir hier Wassertank. Ab in den Müll. Okay, und jetzt können wir hier, jetzt kann ich hier besser rumhantieren. Kann ich auch besser zeigen, wenn man das hier so auseinanderschraubt. Ich schraube jetzt einfach mal hier diese, Dingeles-Leiste hier ab. Kann man nämlich dann auch. Oh, dieser Schraubi braucht viel Gewalt! Nein, die geht raus, die geht raus. Die hier geht auch raus. Wenn ich Gewalt brauche. Wenn ich Gewalt brauche. Jetzt haben wir wieder Schräubchen. Siehst du? Und das ist das eigentliche Heizelement. Das behalte ich auch mal. Man weiß ja nie. Okay, und jetzt ist hier eigentlich, ich sehe hier jetzt bis jetzt hier noch Müll. Ah ja, hier der Knipser. Ah, den Knipser, den nehme ich mir noch. Ja, hier, den Knipser. Der ist nämlich, der läuft nämlich noch ganz gut. Und kann man auch noch mal gebrauchen. Werde ich mir den jetzt rausholen. Ja, immer toll, ey. Jetzt ist der auch noch. Ich hatte das schon mal. Ich habe mal so ein 8er-Modell auseinandergebaut. Boah, ey. Da sind diese Schalter immer brutal fest da reingehauen. Reingeklipst. Jetzt. Jetzt komm, Baby. Komm, ich will's. Du willst es auch. Also, los. Jetzt. Ja. Ziemlich sperrig, diese Kaffeemaschine. Entschuldigung. Krieg ich jetzt nicht raus. Außer mit ein bisschen Gewalt lässt sich da doch noch was machen, oder? Ja, es geht immer was. Na komm, du dreckiges Ding. Du Scheißlaube. Oh, die kriege ich jetzt nicht raus. Aber ich weiß, wie ich ihn rauskriegen könnte. Ah, jetzt. Und zwar geht man dann nämlich einfach mal so rein ins Gehäuse. Oder schlicht einfach mal rein. Dass der da richtig schön reingeht. Dann kann man ihn eigentlich meistens von innen irgendwie rausheben. Du Dreckding. Naja, hier geht's nicht, das ist schon ausgebohrt oder so. Ach, hier ist eine Anlegestelle. Ich hab euch wieder raus. Gnade Gott. Irgendwie kriege ich diesen verblödeten Schalter hier raus. Ich hab's schon mal hingekriegt, da ich nämlich so einen Schalter schon mal ausgetauscht. Das Gefriegel, das wird mir jetzt zu lang. Ich mach den jetzt einfach mal raus und gleich zeige ich es euch. Ta-da-da-da. Irgendwas geht immer. So. Ein Schalter. Abgeknipste Stecker. Müll. So. Das
wäre dieser Teller. Ich zeige nochmal, was ich alles ausgebaut habe. So, Knipser. Ein Temperaturfühler. Oder so Schlängstwiede, was auch immer. Eine Heizspule. Heizelement zu geben. Plastik. Eine Kanne. Kaffeemaschinenunterteil. Plastik. Ein Wasserbehälter. Ein Stromkabel. Stromkabel. Noch eine Abdeckung. Ein Durchlauf. Das andere Ding liegt da hinten irgendwo. Und ein Filter. Gut. Das wär's. Und dann habe ich noch was, aber das kommt in einem anderen Video. Und zwar die hier. Die ist kaputt, die macht keinen Mucks mehr. Also bis dahin. Tschüssi.